Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lärmste von natürlich mal wieder und ihr wisst, worum es geht. Unser erster Sturm trifft am morgigen Donnerstag im alles entscheidenden Rückspiel in der Europa League Qualifikation Runde Nummer 2 zu Hause auf den FK Haugesund aus Norwegen. Es ist ja das ominöse Geisterspiel quasi bei unseren Schwarz-Weißen. Das heißt, das Spiel findet eigentlich im Grunde ohne unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber es sind dann doch, wie man schon vernommen hat, wohl einige Leute im Stadion, das dürfen ja Kinder bis, ich glaube, 14 Jahre, ins Stadion rein mit einer Begleitperson. Es sollen so um die 3000 angekündigt sein, die eben sich im Stadion befinden werden. Ein paar, paar Hansel aus Haugesund werden da schon auch dabei sein, aber der größte Teil natürlich in Schwarz und Weiß. Und eben auch das Public Viewing nicht zu vergessen. Da haben sich ja der Verein und die Fanclubs wirklich was sehr Cooles, wie ich finde, einfallen lassen. Denn man veranstaltet eben ein Public Viewing vorm Stadion draußen. Also ich hoffe mal, dass da einige Leute zusammenkommen und dass man eben auch von außen mal auf die etwas andere Art und Weise die Mannschaft nach vorne treiben kann. Also so weit, dass die Spieler das eben dann drinnen auch hoffentlich gut hören. Und ja, das Ganze, wenn möglich, eben dann auch noch umdrehen. Wie schaut es sportlich aus? Ein 0:2 gilt es aufzuholen. Nicht unmöglich, aber schwer. Der FK Haugesund war für mich persönlich im Hinspiel jetzt auch nicht die große Übermannschaft, aber wir waren einfach noch schwächer und haben uns auch dumm angestellt. Und deswegen hat man auch nicht unverdient in Norwegen verloren. Allerdings, ja, glaube ich schon, dass aktuell die Voraussetzungen wieder ein bisschen positivere sind bei uns nach dem ersten Ligaspiel gegen St. Pölten, das 3:0, das ja alle mitbekommen haben. Klar, hat uns auch die rote Karte in die Karten gespielt und so weiter, aber trotzdem war es ein guter Auftritt unserer Jungs so insgesamt, würde ich sagen. Und von dem her, wenn man die Leistung kompensieren kann und eben auch so gegen den norwegischen Vertreter da auftritt zu Hause, ja dann, warum soll es denn nicht funktionieren? Wie sieht es personell aus? Eigentlich ganz gut. Hierländer fehlt immer noch, das ist nichts Neues, und Balay ist doch nicht einsatzberechtigt. Ansonsten sollten eigentlich alle Mann an Bord sein. Also man kann fast aus dem Vollen schöpfen. Und ja, bei Nestor El Maestro bin ich auch gespannt, was er sich so einfallen lässt. Also zuletzt hat das Ganze ohne richtigen Stürmer, muss man ehrlich sagen, sehr gut ausgesehen. Man hat ja quasi so ein bisschen falsche Neun gespielt, würde ich sagen. Also da waren Thorsten Röcher, Otar Kitaischvili und natürlich Jakob Janscher ganz besonders herauszustechen in der Offensive. Also auch defensiv hat es gut ausgesehen, wobei St. Pölten jetzt auch Sturm nicht so extrem gefordert hat, wie ich persönlich finde. Aber insgesamt, ja, war das gerade in der Offensive wirklich ansehnlich, und ich glaube auch, dass die Aufstellung sehr ähnlich aussehen wird. Also nach dem letzten Spiel gibt es, glaube ich, nicht viel Grund für Rotation. Also deswegen gehe ich davon aus, wird man wohl auch das so ziemlich selbe Personal auf dem Platz sehen, außer es passiert noch etwas Unvorhergesehenes. Der einzige Kandidat, der vielleicht noch interessant für die Startelf sein könnte, würde ich jetzt mal sagen, ja, wäre vielleicht noch Christoph Leitgeb. Aber ja, prinzipiell steht die Mannschaft so, denke ich, ganz gut. Ja, und von dem her können wir uns da wirklich nur überraschen lassen, was die Jungs zusammenbringen. Es wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man das Ganze noch irgendwie schafft. Der Gegner, der nächste, wäre PSV Eindhoven. Die sind ja schon als Favorit jetzt gegen den FC Basel ausgeschieden. Also es geht, wenn es weitergeht, wieder mal nach Holland. Und ja, einfach mal schauen, ob die Jungs das zusammenbringen. Ich bin natürlich wie immer gespannt auf eure Kommentare. Was glaubt ihr, schaffen wir? Ja, für mich wäre es gar kein Wunder, aber schaffen wir die Überraschung und doch noch den 2-Tore-Rückstand da umzudrehen? Wir brauchen ja Minimum ein 2-0 für die Verlängerung, ein 3-0 fürs Weiterkommen oder eben dementsprechende Ergebnisse. Also ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, Gemma Burschen, rechts euch zusammen, Gemma! Und bis dann. Ciao, ciao.